Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Häufig gestellte Fragen von Klienten, die selber einen Bruch hatten. Und die gehe ich heute mit dir durch. Heute eine Frage, welche Übungen nach einer Radiusköpfchenfraktur? So, auf meinem YouTube-Channel siehst du viele Übungen, geeignete Übungen aus Eigenerfahrung, was gut ist für ein Radiusköpfchen. Es macht nämlich einen riesigen Unterschied, ob jemand nur die Theorie weiß oder die Praxis selber erlebt hat und an sich angewendet und erfolgreich umgesetzt hat. Deswegen empfehle ich dir natürlich meine Übungen. Und wenn du es richtig machen willst, tolle Übungen, schön aufgebaut, mit einer Struktur, mit einer Planung, egal ob du operiert worden bist oder es konservativ machst, gehst du auf die Webseite radiusköpfchenfraktur.de oder schau den Link unten an. Dort habe ich einen Masterplan. Dort findest du über 80 Videos, Haufen Trainingsprogramme mit den besten Übungen für ein Radiusköpfchenfraktur, die du im Internet finden kannst. Alle zusammengebaut, mein ganzes Wissen, der ganze Weg steckt in diesem Produkt drin. Natürlich könnte ich jetzt über Übungen philosophieren, über Winkel, über Hebel, aber das Ganze würde dich nicht weiterbringen. Deswegen empfehle ich dir, diese Grundlagen, die du brauchst für eine erfolgreiche Heilung, diese wichtigen Übungen da mal anzugucken. Es kann natürlich sein, dass du auf YouTube, auf meinem Channel schon mit den Übungen weit kommst. Mach das natürlich, parallel zur Therapie selbstverständlich. Aber wenn du sagst, es stagniert, es geht nicht vorwärts, es hakt, es passiert einfach nichts mehr und es ist wichtig, dass kontinuierlich was passiert, dann empfehle ich dir natürlich meine Übungen, unten der Link auf das Produkt, weil welche Übungen, ja, es ist immer schwierig, es muss ja ein Übungsprogramm, ein Trainingsplan, ein Konzept sein mit dem Petsi-Ball, mit dem Theraband, mit dem Tube, mit Kurzhanteln. Wir brauchen ja Übungen, dass das Knirschen weggeht. Wir brauchen Übungen, dass die Beugen gut klappt. Wir brauchen Übungen, dass die Streckung gut klappt. Deswegen mach's gescheit und unten der Link. Viel Erfolg beim Umsetzen.